Wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist Freitag. Ich bin heute noch nicht arbeiten in der Softwareentwicklerfirma, weil ich mal wieder mit Kurt zusammen ein bisschen Handyman-Arbeit erledige. Und ich habe gerade vergessen, wir sind hier in so einem Haus, das hat er vor 6 Monaten sauber gemacht. Und unsere Aufgabe ist hier, den Boden, hier unten das, mit dem Hochdruckreiniger sauber zu machen. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Da bin ich gerade schon eine Bahn lang gefahren. Und da ist noch nicht sauber gemacht. Wer hätte das gedacht? Guckt euch das an, es wird Zeit. Und Leute, was sagt ihr? Ja, ich weiß, es ist ganz schön kurz. Wir hatten ein kleines Malheur mit der Maschine und dann mussten wir nochmal komplett rum und alles ein bisschen noch stutzen. Macht aber auch nichts, wächst ja wieder nach in ein paar Tagen. Gestern habe ich leider nichts mehr aufnehmen können, weil die Kamera auf der Fahrt von dem Handyman-Job zu meinem regulären Job alle gegangen ist. Und wir sind an der geilsten Skyline von Perth vorbeigekommen. Man konnte sogar von unten so hoch gucken zum Kings Park und da will ich auf jeden Fall am Montag noch mal hingehen, falls das Wetter gut genug ist. Und die Kamera hat nicht gefilmt und das sah so geil aus da, die Skyline. Und dann habe ich gearbeitet, den ganzen Tag, ungelogen, ohne Scheiß, bis irgendwie 11 Uhr abends oder so. Ich habe zuerst ein paar Stunden halt normal meinen Programmierjob gemacht, dann haben die uns irgendwann rausgeschmissen, weil der letzte Kollege, der noch einen Schlüssel hat, Sam und ich, wir haben keine Schlüssel, der hat uns dann rausgeschmissen, freitagsabends, wollte Feierabend machen. Ich habe gesagt, Jungs, ihr müsst jetzt. Dann bin ich nach Hause und dann habe ich hier noch was weitergemacht an der Homepage, die ich gerade mache für so eine Firma, so eine andere Firma hier, wo ich vorhabe, eine Kooperation zu machen mit denen. Deswegen bin ich da richtig pumped drauf, das ordentlich zu machen, dass das geil aussieht und so, weil ich davon profitieren kann quasi. Nämlich eine Möglichkeit gefunden, vielleicht noch ein bisschen Einkommen nebenbei zu generieren, passives Einkommen. Das finde ich richtig, richtig nice. Ich werde mir dazu auch jetzt noch eine Weiterbildung wahrscheinlich kaufen. Ich habe das ja in dem Geldvideo letztens erwähnt, dass ich auch halt aktiv Geld nehme und in meine Bildung investiere. Zum Beispiel, indem ich mir ein Buch kaufe, indem ich mir ein Hörbuch kaufe oder ich halt in irgendeinem Seminar teilnehme oder sowas. Solltet ihr auch machen. Geld, was man in die eigene Bildung investiert, ist das beste Geld ausgeben, was du eigentlich machen kannst in deinem Leben. Und wo wir schon wieder beim Thema Geld sind, Annika hat jetzt ihr erstes E-Book online gestellt, gestern oder vorgestern für euch, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und es ist sogar schon zweimal verkauft worden. Das kostet 1 Euro, weil, ja, ich meine, 1 Euro tut euch nicht weh. Und dann könnt ihr zum Beispiel, wenn jetzt einer von euch vorhat, uns 1 Euro sowieso zu spenden, so, dann kann er sich ja dafür auch ein Buch kaufen. Dann kriegt er auch was Schönes dafür. Und falls ihr euch dafür interessiert und uns was Gutes tun möchtet, weil wir verkaufen das ja, um auch ein bisschen Einnahmen für Reisen reinzukriegen, dann ist unten in der Videobeschreibung das Buch verlinkt. Na, kennt ihr den noch?